So, einen schönen guten Tag, liebe Zuschauer, zum heutigen JFD Live Trading TV am Nachmittag 16:40, 5. Mai. Und wir blicken zu Beginn erstmal auf den DAX, den wir heute Morgen relativ gut einfangen konnten, dahingehend. Und da schauen Sie ruhig nochmal auf das Video von heute Morgen. Der DAX schoss ja hier in Richtung des Widerstandslevels 11.700 Punkte empor. Dieses Niveau war hier diese untere Kante dieser Stauzone vielmehr, dieser Stauzone hier vom April. Und nach diesem steilen Ausverkauf hier Ende April erfolgt eben hier der klassische Pullback. Und Sie sehen es an diesem Tendenzfall, den ich zunächst unverändert gelassen habe, dass es hier erstmal so scheint, als würden wir hier nochmal Richtung 11.6 tendieren müssen. Und mit Aufgabe dieses Niveaus, einem Verbleiben unterhalb des Wochenpivotpunktes, dann sicherlich hier auch die Möglichkeit, dass der DAX hier die, ja, eingeschlagene Schwäche fortsetzt. Und genau das ist passiert. Wir sehen heute hier einen Tag mit starken Verlusten. Schauen wir uns jetzt nochmal kurz im Tagesschart an. Und da wird auffällig, dass wir hier zum einen erstmal hier diese kurzfristige Abwärtstrendlinie eben wieder aus der Entfernung sehen vom aktuellen Kursniveau aus. Und wir durchbrechen hier gerade diesen Aufwärtstrendkanal. Das war ja noch so ein Stück weit die Hoffnung der Bullen, beziehungsweise eine Möglichkeit, dass eben, wenn wir hier den Abprall schaffen, diese Trendlinie verteidigen, die untere Trendlinie des Aufwärtstrendkanals, dass dann die Chancen gut stehen für einen Aufwärtslauf. Im Sinne dessen, dass hier eben die bullische Entwicklung ihre Fortführung findet. Obgleich, und das ist genau der Punkt, wir hier erst oberhalb von 11.850, 11.900 Punkten, ergo hier über dieser grauen Linie oder mit diesem Unterpunkt dieser grauen Linie hier erst wieder vorsichtig bullisch hätte werden können. Mit den heutigen Verlusten relativiert sich das und das Risiko, dass wir hier neue mehr Monatstiefs machen, ist nicht von der Hand zu weisen. Geben wir hier diese Unterstützungszone zwischen 11.350 und 11.400 Punkten auf, das könnte bereits morgen der Fall sein, dann wäre hier auch unterhalb des Wochenpivotpunktes Support Level 1, 11.195 Punkten, durchaus das Szenario weiterfallender Preise gegeben. Das möchte ich jetzt hier auch gerne mal blau darstellen. Also kurzfristig hier durchaus wieder die Bären im Zug oder am Zug, am Drücker. Es sieht so aus, als würde der DAX hier jetzt weiter nach unten abkippen wollen. Und diese gestaffelte Konsolidierung, die wir hier unlängst sahen, Sie sehen es immer wieder, einen Ausverkauf, Seitwärtsbewegung, Ausverkauf, Seitwärtsbewegung, könnte also auch morgen wieder einen kleinen Erholungsimpuls geben, aber tendenziell favorisiere ich jedoch den Ausbruch unter 11.200 Punkte, die Aufgabe des Unterstützungslevels, was wir hier haben bei 11.950, 11.400, und das dürfte dann entsprechend weiterfallende Preise nach sich ziehen. So sieht es mal aus, meine lieben Zuschauer. Ich würde es definitiv erstmal so belassen, auch vor dem Hintergrund, dass Euro-US-Dollar justament in der Sekunde wieder ein neues Allzeithoch macht. Ach, Allzeithoch, was sage ich? Neues Verlaufshoch, neues Tageshoch, 130 Pips gerade gelaufen. Und hier eben spricht viel dafür, dass auch hier der Euro weiter zunimmt und der Korrelationschart, Sie kennen ihn mittlerweile, ist hier nicht von der Hand zu weisen und ich will ihn gerne nochmal just reinbringen, um eben hier nochmal zu unterstreichen, wie das ausschaut. Sprich, DAX fällt, Euro-US-Dollar steigt und da hatten wir auch unlängst einen schriftlichen Check, eine schriftlichere Analyse, eine größere Betrachtung der Märkte dazu vorgenommen und es nimmt tatsächlich Gestalt sein, dass dies passiert. Und Sie sehen, allein mit Blick auf die letzten 3 Jahre, beziehungsweise vielmehr mit dieser Tendenz, Beschau auf die letzten Monate, haben wir hier noch einen erheblichen Spielraum, einen gewissen Mittelwert zu finden. Und auch wenn jetzt hier nicht die mega große Korrektur kommen muss, es scheint noch weiteres korrektives Potenzial beim DAX nach unten, beim Euro-US-Dollar nach oben gegeben. Das dürfte nichts an den langfristigen Trends ändern. Also DAX grundsätzlich in einem Horse-Modus, Euro-US-Dollar grundsätzlich noch in einer Abwertungsfalle. Aber aktuell scheint eben viel dafür zu sprechen, dass wir hier korrektive Impulse sehen, die eben hier noch nach Fortführung sprechen oder schreien vielmehr. Gut, schauen wir auf den S&P 500, wie in der Headline angekündigt. Der versucht sich hier noch ein Stück weit gegen den oder die Marktschwäche zu stemmen. Wir sehen aber hier, dass so richtig das Rauskommen auf neue Hochs nicht gelingen will. Und das gelang eben auch hier während des gestrigen Handels nicht. Da schoss der Markt auch wieder nach oben. Kurz vor dem Allzeithöchstständen hier im Bereich 2125 Punkten kippte der Markt dann wieder nach unten. Also 2120 ist hier ein kurzfristiges Widerstandslevel. Wir können auch vom Hochgehen und diesem Verlauf so von gestern jetzt hier schon mal einen kurzfristigen Abwärtstrend sozusagen aktualisiert in den Chart holen, um so ein Stück weit
die Bewegung versuchen einzugrenzen. Wir haben jetzt hier wieder das Unterstützungslevel, kennen Sie, rund 2105 Punkte erreicht. Das heißt aber nicht, dass der Markt jetzt von diesem Niveau aus wieder dynamisch ansteigen muss oder kann. Vielmehr scheint jetzt hier sicherlich eine Stabilisierung möglich, aber dass es hier signifikant nach oben geht über 2114, 2115 Punkte, das sehe ich derzeit nicht. Dazu scheinen mir hier die Märkte gegenwärtig ein Stück weit zu schwach auf der Brust. Aber was auch auffällt, ist, dass der S&P 500, da gucken wir mal auf den Tageschart, von der Struktur her sehr, sehr unfreundlich daherkommt. Das heißt, wir haben hier eine große Seitwärtsrange aufgebaut. Hier nach dem Erholungsimpuls von Anfang April sind wir hier in diesem oberen Segment jetzt so ein Stück weit gefangen. Der S&P hier immer wieder mal mit einem Ausbruchsversuch, dann deutete sich hier eine größere Schwäche an, die wurde direkt wieder gekontert. Hier am vergangenen Freitag, Montag dann auch positiv, heute wieder schwächer. Also das Bild ist nicht ganz so bärisch wie beim DAX, aber wir sehen hier oben eben auch keine klare Kaufkraft, keine klare Kaufdynamik. Von daher ist es auch weiterhin so, dass ich hier den kurzfristigen Test, einen nochmaligen Rücklauf Richtung 2085, das ist eine Supportzone, die wir erst letzten Donnerstag getestet haben, durchaus wieder erwarte. Und das könnte dann sogar im weiteren Verlauf eben, wenn es denn noch tiefer geht, sogar hier zu einem deutlicheren Rückgang führen. Aber eben, dass der S&P jetzt hier ausbricht, das sehe ich momentan auch in diesem Fall wieder nicht. Das wäre erst der Fall, wenn wir ja über das Hoch von gestern rausziehen, 2121, 20 Punkte, dann würde auch das Allzeithoch wieder zur Disposition stehen. Aber wir haben hier diesen Widerstandsbereich, diese Stauzone um 2115 Punkte, die scheint mir einfach ein Stück weit zu zäh und mir fehlen aktuell auch, wenn das höhere Tief, und da freut sich der Markttechniker, wenn wir das mal hier von diesem Bewegungstief Ende März mal annehmen hier, hoch, tief, leicht Stück höher, hoch, tief wesentlich höher, neues Hoch, tief wesentlich höher. Und da haben wir jetzt hier eben die Situation, was passiert hier? Wir müssten jetzt ein neues Hoch machen, aber wir sind so ein Stück weit hier irgendwo in dieser Range gefangen. Und das ist eben der Punkt, der jetzt hier dazu ja, mutmaßen könnte, dass wir hier jetzt doch wieder ein Stück tiefer laufen. Und das muss man hier definitiv auf der Agenda haben. Also ich bin gerade eben vor dem Hintergrund, dass die Märkte hier weiter durchschnaufen können. Gerade der europäische Sektor insbesondere hier nicht direkt überzeugt, dass wir jetzt unmittelbar neue Allzeithoch sehen. Es sollte hier zu einem größeren Verschnaufen kommen. Der S&P macht ja auch nichts anderes seit Jahresbeginn. Wir haben sicherlich hier einen schönen Aufwärtslauf gesehen, aber hier seit, sehen Sie, Ende Februar eine große, breite Konsolidierung, die jetzt eben unlängst immer wieder ja, den Versuch startete, hier nach oben auszubrechen. Aber so recht wollten hier die Bullen nicht das Zepter in die Hand nehmen. Das heißt, wir bleiben hier ein Stück weit anfällig für neue Rücksetzer, weitere Rücksetzer. Und das können wir uns jetzt hier auch nochmal abschließend kurz im Wochenchart anschauen zum S&P. Die Divergenz ist und bleibt weiterhin existent. Wir haben hier diesen großen Verlauf. Und ja, wir haben, wenn wir auch hier diese Local Low und Local Highs nehmen, jetzt hier die Situation, dass wir ein neues Hoch geschafft haben, aber es fehlt Dynamik. Es fehlt einfach ein Stück weit Aufwärtsdynamik. Und das könnte sich, wenn es eben nach oben fehlt, dann nach unten entfalten und es würde den Märkten sicherlich mal gut tun, ein Stück weit durchzuschnaufen. Dazu kommt in dieser Woche auch noch eine große S&P-Analyse, hier auch im Zyklus-Check. Der ein oder andere Webinar-Teilnehmer kennt den Chart auch im vergangenen Jahr immer mal wieder als Analyse gepostet. Sie kennen vielleicht den 7-Jahres-Zyklus. Falls nicht, dürfen Sie sich auf den Beitrag dahingehend freuen, der die Woche noch folgt. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten an dieser Stelle. Somit hätten wir DAX und S&P bearbeitet. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Restfeierabend. Hoffe, Sie konnten dennoch an den fallenden Bewegungen partizipieren. In diesem Sinne auf bald, Ihr Christian Kämmerer und tschüss.